So, willkommen zu einer weiteren Folge vom PC Building Simulator und wir sind bei Dragon Esports. Was für ein geiles Büro, was für ein geiles Setup, was für ein geiler Raum. Also so, es wirkt ein wenig fluoreszierend und Bombe, absolute Bombe. Und ja, wir wollen mal hören, was die Leute denn so sagen. Blade Slash hat uns ein Geschenk geschickt. Oh mein Gott, wie cool. Dankeschön. Dann Little Toot hat uns was Kleines geschickt. Auch vielen, vielen lieben Dank. Und Void per Post ein Souvenir. So, dann trennen sich da unsere Wege auf jeden Fall. Und wir haben Shishi, wir haben Frink und wir haben Sethiroth. Und das sind die Neuen, glaube ich. Das sind die Neuen. Und willkommen im Team. Ich hoffe, dass diese Saison gut für uns abläuft. Obwohl PP sich irgendwie komisch verhält, wird wohl nicht sein. Das ist Frink. PP, keine Ahnung, wer das sein soll. Wir haben Shishi. Hi, es freut mich sehr, dass du bei uns bist. Ich möchte meine Anime-Sammlung diese Woche ersichern. Oh, alles total egal, ich schwör's. Ich muss nur darauf achten, dass mein PC mindestens 2,5 Terabyte hat. Das heißt, wir haben da schon mal die erste Aufgabe, 2,5 Terabyte. Schaffst du es irgendwie bis Mittwoch? Aber Logan! Und dann haben wir noch Sethiroth. Wie geht's dir denn so? Habe in letzter Zeit viel über Metamorphosen gelesen. Die Verwandlung von einer Sache in eine andere. Ich kenne mehrere Legenden von Leuten, die sich in Dinge verwandelt haben, aber ich frage mich, ob das auch umgekehrt geht. Glaubst du, dass Metall lebendig werden kann? Kann aus einem Computer ein Lebewesen werden? Ich möchte mir das sehr gerne genauer ansehen. Könntest du mir meinen Computer morgen wiedergeben? Okay. Das wirkt auf den ersten Blick alles ein bisschen strange. Alles ein bisschen strange, aber ich glaube, in solchen Gefilden ist es halt wirklich auch ein bisschen strange. Und wir haben Spieler Sethiroth einen Termin und Spieler Shishi den Termin. Wie gesagt, 3 Wochen haben wir noch. Und da stehen die Rigs. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Und da sind die Tische, die wir haben. Und hier ist unser Tisch, wo wir eben auch entsprechend basteln können. Natürlich hätte ich gerne mein Setup so weit wie möglich. Und dann passt das Ding schon. So, ein bisschen Asus-Style. Das ist ja auch mein Gamer-Headset, was ich habe. Das ROG 700. Und wir gucken mal uns die E-Mails an. Und Chiyun Ho, ich habe dir ein neues Budget. Mir wurde gesagt, dass du für diese Woche 12.000 zur Verfügung hast. Dankeschön. So, Hardware-Anfrage von einem Sponsor. Wir freuen uns, das Team sponsern zu dürfen und sind bereits auf die produktive Zusammenarbeit gespannt. Und zwar AMD wird unser Sponsor. Das werde ich mal aufschreiben. AMD. Und dass alle deinen Spieler diesen Samstag AMD Radeon, AMD Radeon RX Vega 64 Graka, okay, das ist für alle, das heißt, die muss drin sein, das kriegen wir hin, dann willkommen an Bord, ich bin Yehun Ho und du gehörst ab sofort zum besten SBGO-Team der Welt. Na gut, wenn du mich fragst. Wir haben dieses Team schon vor einigen Jahren geschmiedet, also sollte es eigentlich keine Kinderkrankheiten mehr geben. Anders als beim Soccer-Team. Keine Ahnung, was Evelyn da treibt. Diese Leute sind echte Siegertypen, solange sie auch die entsprechende Ausrüstung haben. Und da kommst du ins Spiel. Schön, dich bei uns zu haben. Sehr geil. Und da geht's weiter. Unser erster Spieler ist Sethiroth. Ist so eine Art Hippie. Steht auf Natur, Tiere und sowas. Man fragt sich, was der beim E-Sport will, oder? Wie auch immer, der sorgt dafür, dass wir schön auf dem Teppich bleiben. Nichts nordet einen so gut ein, wie zu hören, was für ein CO2-Fußabdruck dein Monster von einer Gaming Read hat. Bauen was zusammen, auf dem Strike Back Go läuft, mit den empfohlenen Voraussetzungen. Und wir hoffen mal, dass er keine Fragen wegen der Emission stellt. Sethiroth, CS Go, beziehungsweise SB Go. Auf empfohlen. Empfohlene Voraussetzungen. So, Strike Back Go. Was hat denn der für Daten? Das Aorus. i5 ist zu schwach. Der Power King dann auch 4 GB ist zu schwach. Und das wird wahrscheinlich auch. Okay, da haben wir ein bisschen Arbeit vor uns. Und Shishi
ist ein Mega-Nerd, selbst für E-Sport-Verhältnisse. Und sie wäre die Erste, die dir das so bestätigen würde. Sie braucht nicht viel, um happy zu sein, solange bloß alles nach Plan geht. Du kannst dir denken, dass wir sie von Paradox haben, oder? Sie braucht einen Rechner, der beim Benchmark 7000 oder mehr erreicht. Benchmark 7000 oder höher. Und das sollte doch eigentlich kein Problem sein. So, was haben wir da? Zotac, 8 GB, da sind Lüfter mit drin, Patriot. Ja, da werden wir einfach ein bisschen was verbessern. Der ist halt, wobei ein 7er, 1800X, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, das sollten wir doch hinbekommen. So, dann will ich die Rigs auf jeden Fall mal aufbauen. Einmal hier. Das Ding mal laufen lassen. Sieht schon sehr geil aus, oder? Und dann hätte ich gerne den anderen dahin. Und auch den schließen wir mal an. Ich will nämlich einfach mal testen. Und ich will einfach mal gucken, wohin die Reise geht. Also der 3D-Mark-Leistungswert, den will ich jetzt erstmal testen. Und dementsprechend müssen wir hier noch ein paar Programme installieren. Erstmal Will It Run. Oh Gott, hat die keine Festplatte? Also doch, natürlich, aber hat die keine SSD? Virenscanner machen wir wie immer mit drauf. Beleuchtung machen wir mit drauf. Das würde nämlich alles Zeit kosten, wenn wir am Ende das nochmal installieren müssen oder wie auch immer. So, Beleuchtung, die Bauteilleistung können wir auch noch mit installieren. Die können wir gebrauchen. Und dann auf jeden Fall 3D-Mark und den Tuner und auch CCT. Das sind halt die Dinge, die wir gegebenenfalls noch brauchen. Aber das dauert ewig. So, jetzt will ich mal gucken. Seagate Barracuda 500 GB. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja geil. Die rennt da tatsächlich mit einer Seagate Barracuda 500 GB rum. Wo lebe ich denn? So, OCCT dauert jetzt halt gerade alles ein bisschen länger. Aber wir haben Zeit. Ich will tatsächlich da nicht irgendwie kreuz und quer, sondern ich will mich jetzt auf einen Rig erstmal konzentrieren. Und dann können wir weitermachen. Strikeback muss funktionieren. Das war zum Glück eine kleinere Anwendung. Und dann noch Hintergrund. Man weiß ja nie. Peripheriegeräteshop. Aber dann lasse ich den mal gleich neu starten. Jetzt will ich mal kurz was schauen. Ach was. Ja gut, Rockhard gibt's sowieso nicht. Ach, wie geil. Wie geil ist das denn? Da gibt's zumindest noch ein bisschen was. Okay. Rockstrix Fusion. Nice. Wirklich sehr nice. Okay. Dann weiß ich Bescheid. So, jetzt machen wir erstmal. Die braucht auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Festplatte. Wie sieht's denn aus mit SB Go? Strike Back Go. Empfohlen brauchen wir 8 GB RAM. SB Go. 8 GB RAM. Dann brauchen wir 8 GB Kraka. Festplatte brauchen wir nicht. Dann Minimum den 8-Core AMD 7 1700X. Und die RX 580 8 GB. Ich will mir nur mal die Specs aufschreiben, damit ich das nachher habe. Okay, und für empfohlen fehlt uns einfach der RAM. Das heißt, den kann ich easy peasy aufleveln, indem ich sage, sie kriegt mal noch einen Patriot Viper. Und das ist Shishi. Die brauchen Patriot Viper. Und zwar LED 8 GB. LED 8 GB getaktet auf 2666 MHz. Die Frage ist, ob ich dann die Ziele erreiche, den 7000er Wert. Den will ich jetzt mal kurz testen. Wo wir da einfach stehen. Ob wir viel verbessern müssen oder nicht, das wird man sehen. Ansonsten helle Lüfter hätte ich so nicht gewählt, aber gut.
So, nächster Rechner. Strikeback Go, empfohlene Spezifikation. Haben wir gar nicht installiert, ne? Schönes Bild. Nicht. Das finde ich auch ein sehr gelungenes... ein sehr gelungenes Gehäuse, muss ich sagen. So, Will It Run? Der hat, glaube ich, aber eine SSD, oder? Oder nicht? Ah, doch, das geht alles ein bisschen schneller. Virenscanner? Habe ich den Virenscanner da auf der anderen Seite auch draufgeballert? Auf jeden Fall 3D-Mark brauchen wir hier zwar noch nicht, aber wohlgemerkt noch nicht. OCCT natürlich. Bauteile, Leistung. Ja, wir machen es drauf. Dann haben wir es auf jedem PC. Aber das sieht mir halt auch aus, als wäre das auch keine SSD. Doch, 120 GB SSD, na voll. Das ist immer schön, wenn man da so eine SSD hat, die gerade so Windows draufkriegt und dann man schon gucken muss. So, das passt dann soweit. Dann können wir den mal neu starten. Und können dann mal darüber schauen. 5954. Die CPU-Auswertung ist über 7000 und die Grafikkarte muss verbessert werden. Wir brauchen ja sowieso die AMD Radeon RX Vega. Das heißt, die werde ich dreimal schon im Shop kaufen. So, die AMD Radeon RX Vega. Die 64er, die brauchen wir einmal, zweimal, dreimal. Die hat 8 GB, die hat aber eine Speicherfrist. Boah, ist das schon relativ bitter, oder? Aber gut, wir brauchen die. Das heißt, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mit der da hinkomme oder ob ich die CPU, den 8-Core 1800X, ich glaube, ich würde hier lieber... Prozessor AMD Ryzen 7 8-Core 1800X, der hat 4000. Wir haben den 8-Core 27, der hat 4.1. Wir haben den 27X, der hat 4.3. Den 37X. 3. Ja, den 27. Was kostet der? 3,90, 3,30. Würde ich den mal noch mitbestellen einmal. Auf der anderen Seite lasse ich jetzt mal den 3D-Mark durchrennen. Der ist noch schlechter. Okay, hier brauche ich auch noch RAM. Das ist bei Sephiroth. Da brauchen wir noch Corsair, den Dominator. 4 GB mit 2666 MHz, da werden wir aufbessern. Power King mit 300, das ist halt schon sehr, sehr knapp, glaube ich. Und der hat einen i5er drin. Wir warten mal ab, was da kommt. Auf jeden Fall brauchen wir den Corsair Dominator hier beim Speicher. Corsair Dominator, hier werden wir noch einen dazu kaufen. So, 5,9. Dann haben wir hier den Prozessor. Wir haben hier 2,5 Terabyte bei Shishi. Das heißt, sie hat 500 GB. Das heißt, wir brauchen... Ich gucke jetzt mal, was eine 2 Terabyte SSD kostet, weil das wäre so das Beste. 2 TB SSD. 410, ja klar. Wir schauen mal. Ja, 2 Terabyte SSD ist halt... Das ist halt schon eine krasse Geschichte. Ja, wir holen auf jeden Fall die hier zweimal. Dann haben wir 2 Terabyte, 500 hat sie drin. Das passt. Und dann würde ich die sogar noch ein... Da hat der andere eine... Ja...
holen dann noch eine dritte. Dann kriegt der andere auch noch eine. Dann passt es nämlich viel, viel besser. Oh, der crasht. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Netzteile. Das auf jeden Fall. Wir brauchen Netzteile und da würde ich mal sagen, wir gehen an die 700 Watt Minimum. Nicht modular oder modular. Das ist auch modular. Dann nehmen wir zweimal das. Aber warum hat der gecrashed? Warum hat der gecrashed? Das ist die Frage. Muss es heute fertig sein? Ich glaube, nein, ne? Nein. Das heißt, wir können erstmal ganz easy peasy bestellen. Aber warum hat der gecrashed? Das will ich mir jetzt nochmal... Der hat schon während dem 3D-Mark gecrashed. Da will ich mal kurz gucken. Der wird schön warm. Aber hält sich in Grenzen. Also daran liegt es nicht. CPU und Bus. GPU ist auch okay. Den wird er durchlaufen können. Den OCCT, den 3D-Mark. Kommt der an seine Leistungsgrenzen? Das kann sein mit den 350 Watt. Das kann sein. Prozessorleistung, Kombination physikalischer. Es kann sein, dass die... dass die Teile an die Grenze kommt. So, Intel Core i5. Den würde ich gerne tauschen. Neuen RAM gibt's. Die GeForce muss sowieso getauscht werden. Das heißt also, lüftertechnisch ist da eigentlich no problem. Wir brauchen einen i5 hat der drin. Dann gucke ich mal. Moment. Ich will mal kurz schauen. Der hat drin den i5-7640X. So, den i5-7640X. Ein Vierkerner. Das ist ein LGA 2066. Also kein Coffee Lake oder sonstiges, sondern einfach ein LGA. Der hat 4 Cores, 18 Cores. Kostet auch $1200. Wir bewegen uns mal hier in dem Bereich. 6-Kerner i7. Ein 8-Kerner für 500, den nehmen wir. Den i7 9800. 10-Kerner wären 80 mehr. Aber der hat eine niedrigere Taktfrequenz. Wir nehmen den. Den werden wir noch mitbestellen. Und das heißt, für den ersten Tag sind wir hier gut aufgestellt. Wir werden das jetzt kaufen. Werden das ganze Zeug bestellen. Und dann muss ich mal gucken, lüftermäßig sind wir hier. Der hat auch einen. Ich dachte gerade, der hat keinen. Man weiß ja nie, was hinter so einem Rig versteckt ist. Und der müsste eigentlich auch passen. Hier könnten wir ja vielleicht noch ein bisschen für Luftverwirbelung sorgen. Ich will mal gucken. Wir bestellen einfach mal noch eine Handvoll Lüfter. Lüfter nehmen wir wieder RGB. Die Mortoni, die waren eigentlich immer okay. Oder die FSP 120, die haben 45 Durchsatz, 42 Durchsatz. Dann nehmen wir einfach mal, wir kaufen mal 5 Stück. So, das können wir für morgen liefern lassen. Damit sind 3,5 schon mal weg. Den Tag können wir abschließen. Und dann geht es morgen weiter. Ich freue mich drauf. Ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich. Bestellungen sind da. Und los geht's, dachte ich mir doch. Dachte ich mir doch, dass da noch was kommt. So, wie sieht's aus? E-Mails gibt's auch. So, ich bin's. Please know von Dragon Soccer Team. Will ich nicht machen. Extra Sachen. Dann haben wir... Frank ist sowas wie der Diplomat. Er sorgt für Zusammenhalt. Wir haben bereits einen guten Bild für ihn angefangen, aber er ist noch nicht komplett fertig. Schau ihn mal an und mach alles fertig. Der Benchmark muss bei 7000 liegen.
Frank, Benchmark 7000. Das heißt, das wäre der dritte im Bunde. Auch die Grafikkarte. Lass sie dich vom Gehäusedesign abschrecken. Frank hat einen eigenen Geschmack. Gelb. Wichtig. Aber ohne ihn geht's nicht. Er ist die Schmiere im Getriebe. So, was hat der denn? Alter, geiles Ding von Rheintec. Okay, das ist tatsächlich... Der hat die Vega schon. Die verarschen einen doch immer wieder. PP ist fähig und zuverlässig. Bei ihm erwarte ich die Saison keine Probleme. Da werde ich mich später drum kümmern. Heute. Zwei Tage. Und drei Tage. Entschuldigung. So. Bitte verwende nur grüne Kabel. Für Sephiroth. Grüne Kabel. Alright. Und Shishi. Wenn du zufällig Zeit hast, könntest du mir ein paar Corsair Gehäuselüfter einbauen. Drei wären perfekt. Drei Corsair Lüfter. So, habe ich noch Zeit? Die muss heute fertig werden. Das ist halt das Krasse. Die muss heute fertig werden, oder? Von Shishi muss ja heute fertig werden. Wie soll ich denn das dann? Ne, Sephiroth, Shishi morgen. Das heißt, drei Corsair Gehäuselüfter. Wir versuchen das natürlich zu erfüllen. Wir brauchen ja jetzt eh noch ein bisschen was. Corsair, die 120er für 30. Es gibt halt auch die IQ-Geschichten, die kosten 30. RGB-LED kosten auch 30. Die haben einen 54er Durchsatz und die einen 41er. Dann nehmen wir die. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt würde ich aber erstmal die anderen Builds bauen. Und zwar hier müssen wir den Leistungswert steigern. Das heißt, erstmal die Grafikkarte raus. Hier kommt auf jeden Fall die Vega rein. Und wir haben, glaube ich, hier ja, den neuen Ryzen. So, hier gibt es einen neuen Ryzen. Der andere geht auf Ryzen. So, da haben wir den 3.7. Dann das Ganze natürlich wieder zu. Einmal Wärmeleitpaste. Einmal der Kühler wieder drauf. Und dann die Grafikkarte. Jetzt haben wir die halt dreimal. Und wer wusste denn zur Hölle, dass da noch einer drin ist? Nur gut, sei es drum. So, dann haben wir das ausgetauscht. Wir brauchen hier, glaube ich, wo sitzt es hier? Hier oben. Das will ich nämlich tauschen. 450 ist mir für später vielleicht ein bisschen zu wenig. Komisches Gehäuse auch. So, dann haben wir Netzteile. Da haben wir ja auch die Stone-Geschichte für 700 Watt, 450. Vielleicht kann man das nachher irgendwo noch anders einbauen. Mal gucken. So, Festplatte haben wir gesagt. Hier gibt es auch noch eine. Oder war Shishi? War sowieso die mit 2,5 Terabyte. So, das heißt, wir haben eine. Und wir haben die andere. Das heißt, hier die 2,5 Terabyte, die haben wir. Die SSD. Blöd ist halt nur, dass das System nicht auf der SSD läuft. Und das werde ich auch jetzt nicht ändern. Erstmal nicht zumindest. Wir gucken jetzt mal, was der Leistungswert hergibt. Ah, wir haben die Patriot Viper. Da gibt es noch eine. Hier gibt es noch die... Ne, ich habe gar keinen bestellt. Wann muss der fertig sein von Shishi? Heute, ne? Nee, Sephiroth. Also wir brauchen unbedingt den Speicher von Patriot Viper. Die 26668 GB. Die da muss da auf jeden Fall noch mit. Ist er drin? Ja. Okay, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich gucke jetzt trotzdem mal schon,
Wir lassen das mal laufen und schauen mal, vielleicht kriegen wir den Leistungswert schon hin mit der Kraka. Und entsprechend. So, let it roll. Ich hoffe, das passt soweit. Hier hatten wir ja die empfohlene. Das heißt also... Ah, das geht ja sogar mit Glasfenster auf. Auch die Grafikkarte wechseln und auch den Prozessor. Und hier gibt es noch einen Dominator. Und hier gibt es auch noch... ich wollte gerade sagen, wieso geht das nicht? So, der Intel Core kommt raus. Dann nehmen wir den i7 da rein. Natürlich das Ganze wieder mit Wärmeleitpaste. Dann kommt der Kühlerdrupp. Alter! Diese 20er, die LGA-Serie, das ist ja auch kompliziert, ne? Dann kommt der RAM rein. Sehr schön. Dann kommt die Grafikkarte rein, aber wir haben noch die Festplatte. Und die muss auf die Rückseite. Hä? Jetzt wollen wir erstmal das Gehäuseteil. Kommt die vorne dran? Nee. Also die kommt hier hin. Dann haben wir hier wieder... Das ist sehr strange. So, hinten wieder zu. Hier kommt auch die Kraka mit rein. Das heißt, ich muss erstmal hier das Zeug wegmachen. Ah, die kommt quer rein. Das ist halt auch geil, ne? Das ist halt auch sehr, sehr, sehr geil, finde ich. Okay, das ist aber nicht das Richtige. Das sind die hier dann, oder? Also ich kann die nicht dran machen. Okay, ist ja auch nicht schlimm. Dann haben wir auch hier noch ein neues Netzteil. So, da kommt auch der 700er rein. Jo. So, und dann waren es grüne Kabel bei Sefi. Das heißt, die Kabelei. Jetzt muss ich das halt alles wegmachen. Das ist halt immer so... Ach. Aber klar, du musst halt wirklich die Kabel... Aber ich glaube, ich muss die hier nur entfernen, ne? Weil viele gehen ja tatsächlich sowieso nicht. Siehst du? Es gehen gar nicht alle grün. So, dann haben wir zumindest hier grüne Kabel drin. Und was haben wir noch? Lüfter. Grüne Kabel. Dann Corsair Dominator drin. Und da wollten wir noch Lüfter installieren. Wir haben doch 12 Millionen Lüfter. Wir nehmen die FSM. So, ich will mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwie einen Lüfter installieren kann vorne. Also das ist echt strange. Geht da nichts dran? Doch, jetzt. So, dann hauen wir hier einen dran. Wir hauen hier einen dran. Und wir hauen hier einen dran. So, da gibt's. Es gibt sogar noch einen vierten. Komm. Gibt's jetzt auch mal ein geiles Rig. Okidoki.
So, dann kommt das Ding wieder dran. Die Frontblende. Das wird nice. Das wird nice. So, dann haben wir die Lüfter. Das müsste reichen. Ah, schick, schick. Quattro. So, dann können wir nämlich mal gucken, jetzt, ob das Ganze jetzt vielleicht besser läuft. Beleuchtung und so können wir später gucken. So, hier haben wir 7. Okay, perfekt. Das heißt, das passt. Unvollständiges Gehäuse. Zack, das sieht gut aus. Es braucht hier nicht mal den Viper-RAM. Aber ich werde ihn trotzdem einbauen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, liebe Freunde. Wir sind nämlich schon am Ende. Ich sage danke fürs Reinschauen. Daumen nach oben, wie immer. Freut mich, dass ihr da Spaß dran habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Bloody LP.